game without terrain. Ja, herzlich willkommen bei Flat Free Damage. Und wir dachten, wir stellen euch heute mal die Raven Guard Armee vor, beziehungsweise ich, also Jakob, die jetzt bei Flat Free Damage bald auf dem Kanal endlich erscheinen wird. Ganz viele unserer Fans, sag ich mal so, haben ja schon gefragt, wann kommen denn endlich die Marines wieder auf den Channel? Und genau, die Marines habe ich seit, ich weiß nicht, insgesamt anderthalb Jahren oder so gemalt, ganz fleißig und wahrscheinlich auch ganz langsam, aber ganz akribisch, um euch richtig geil was zu präsentieren. Und weil es eben so eine coole Armee geworden ist, die jetzt mit einmal fertig ist und ein so großes Projekt ist, dachte mir, stellt euch das einfach mal vor und ich versuche euch mal mit dem Gimbal ein paar Close-Ups der Modelle zu geben, denn da sind viele lang bemalte Köpfe, E-Schwerter, Freehand-Symbole, was weiß ich nicht, was dabei, was man gerne mal sich anschaut, wenn man auf Space Marines Bock hat. Und ich meine, ja, es gibt doch wohl keinen 40k-Spieler, den nicht einmal eine Space Marine-Armee gehabt hat, angefangen hat oder so, oder? Ja, lasst mich auch gerne wissen, was ihr von den Marines haltet, was ihr von Raven Guard haltet. Vielleicht seid ihr selbst Raven Guard-Fans, so wie ich das bin. Vielleicht liebt ihr diesen, ich weiß nicht, diesen shadowy, aus dem Shadow rausspringen und so ein bisschen cagey Playstyle. Das ist einfach so, merkt man vielleicht an den Armeen, die ich immer spiele, der Playstyle, den ich immer gerne habe. Und jetzt in der Theorie ist das, was auch die Raven Guard so ein bisschen widerspiegelt. Könnte man vielleicht sagen, dass aktuell im Moment Raven Guard nicht das allerstärkste Marine Chapter ist, für die, die sich jetzt kompetitiv interessieren. Aber wie das so immer ist mit den Regeln, das ändert sich ja immer ganz schnell, wie das alles ist. Und ich glaube, grundsätzlich können Marines heutzutage immer mithalten. Und auch die Armee, die hier steht, kann einen ordentlichen Punch packen. Es sind auch ganz schön ein paar Punkte, muss man sagen. Ich habe jetzt nicht genau durchgezählt, aber keine Ahnung, 3.500 Punkte werden das schon sein. Das heißt, hier kann man auch ein bisschen was mal auf den Table packen, ein bisschen Variationen. Und sicherlich werde ich mich bemühen, in nächster Zeit das auch noch ein bisschen zu erweitern, um... Ja, also die kompetitivste Metaliste ist das jetzt nicht gerade. Aber es sind viele coole Modelle. Und so ist es eben, wenn man für Projekte ein bisschen länger braucht, die zu bemalen, so wie ich das leider immer tue, und da ein bisschen Zeit reinsteckt, dann hat man eben nicht gerade immer den neuesten Scheiß, der gerade mal noch eine FAQ braucht, sondern man hat halt das, was man irgendwann mal cool fand und das, was vielleicht mal gut war, sieht man auch so an Artefakt dessen. Also hier ist ein Haufen Aggressoren, Eliminators, die Impulsoren, die alle mal broken waren. Die sind gerade nicht der Hotshit, aber die habe ich halt angefangen zu malen zu dem Zeitpunkt, wo sie der Hotshit waren, und habe das jetzt erweitert um ein paar Sachen, die wirklich cool sind. Ja, vielleicht ein bisschen zu warum das, was jetzt hier steht. Ein paar Sachen, die ich schon immer ganz cool fand vom Playstyle her, sind Sniper, coole Sache. Da haben wir 9 Eliminators hier am Start. Man sieht bei der Armee, ich habe immer ganz viele Gesichter bemalt auch. Vielleicht nehme ich dann auch mal so einen Sniper in die Hand und versuche den mal zu zeigen. Kriegt man da vielleicht noch ein bisschen Fokus drauf. Genau, so sieht das aus. Also für alle, die sich an coolen Snipern erfreuen, hier haben wir so einen klassischen Eliminator. Cooler Jungs, auf jeden Fall sehr geil gewordener primaris Modell, Riesendinger. Finde ich eine coole Sache. Haben wir noch ein paar Aggressoren am Start, feiere ich auch hart. Haben wir hier mal den Sergeant. Ja, jetzt nicht mehr so der Überknüller, aber ich finde, so kann man schon noch spielen, gerade mit dem Ambush, wo sie durch die Kante hüpfen können und dann einen Redeploy bekommen mit einem Warlord, sind die schon ganz, ganz, ganz cool noch, und die 2 Damage-Fäuste kann man schon auch gebrauchen. Ich denke mal, da gibt es auch bald mal wieder einen Points-Drop für die. Dann arbeite ich mich mal ein bisschen hier weiter durch, von rechts nach links, um euch alle Einheiten mal ein bisschen vorzustellen. Hier habe ich umgebaut, bin ich eigentlich auch ganz stolz drauf. Ganz einfache Sache, das sind einfach bloß die Assault Intercessor Bodies mit den Vanguard Vet Teilen. So sind ja ein paar Vanguard Veteran Hybride entstanden, die ich jetzt als Vanguard Veterans spielen will. Sehen mega geil aus. Also ich muss sagen, die neuen Marine Bodies sind halt so viel cooler geworden, deswegen... Das lohnt sich hier auf jeden Fall. Und die Umbauten, für alle, die Bock haben und die sich dafür interessieren, ja, die sind jetzt nicht irgendwie irgendwas Krasses, aber sehen geil aus. So, genau.
Redemptive Boy. So einen dicken Plasma-Dude haben wir ja auch am Start. Die Waffe ist nicht angeklebt, die könnte ich also auch zur Not mal austauschen. Ich fand das Plasma jetzt aber ist ganz cool. Man sieht, er hat auch einige Köpfe auf der Base, hat schon ein bisschen was geköpft auf jeden Fall. Ja, ist ein super geiles Modell. Ich habe so lange gebraucht, mich dran zu gewöhnen im Vergleich zu den alten. Jetzt stellt man so einen alten Cyberdub neben und denkt sich so, oh, okay. ist cool geworden. Kann man vielleicht mal im Vergleich gleich noch den Invictor daneben packen, der ja leider weder Core ist noch das Dreadnought Keyword hat, aber trotzdem super geiles Modell ist. Ist auch, also wenn man sich das Face anguckt, ist auch ein Badass Guy, der da drin gelandet ist. Also coole Idee. Wie haben sie den immer genannt? Baby Carrier oder so? Auf jeden Fall, ich feiere ihn hart. Flamer finde ich auch geil und generell infiltrierende Einheiten. Ravenguard Style und finde ich halt auch einfach stark. Yo, so viel dazu. Dann haben wir auf jeden Fall ein paar Helden am Start. Hier so ein Schustiker. ja, ganz gut, war der Hot Shit, als es noch nicht so viele Fightless gab. Das ist jetzt ja nicht mehr ganz so aktuell. Dann haben wir einen Apothecary, ja, ist halt so, ein Apothecary muss halt einfach sein, ne, wie das so ist. Den Lieutenant, auf den ich auch relativ stolz bin, der ist natürlich eine schicke Sache geworden. Da habe ich auch ein bisschen Non-Metallic dran geübt, ein bisschen geguckt, dass ich mal ein cooles Face mit reinpainte. Das ist auf jeden Fall ein cooler Guy. Intercessors, so der absolute Standard, gehört natürlich dazu, haben wir auch ein paar am Start, ist hier mal den Sergeant rausgegriffen. Was macht er mit seiner Faust eigentlich? Ja, da sind auch so ein paar Ravenguard Kits dazu, ich finde auch ausbaubar, aber grundsätzlich ganz cool, dieses Upgrade-Set für Ravenguard. Tja, dann, wie es sich heutzutage gehört, habe ich hier auch so mal ein paar Plate Guards gemalt mit ein paar E-Schwertern, seht ihr hier. Ein bisschen habe ich umgebaut, da habe ich hier diesen Lieutenant habe ich umgebaut, den habe ich mal so ein Schwert in die Hand gegeben, damit das auch ein ganz normaler Blade Guard wird und dann habe ich hier auch diesen Captain so ein bisschen dazu umgebaut, dass er auch noch ein normaler Blade Guard wird. Feiere ich auch hart, ich mag ja auch gerne mal so ein E-Schwert anmalen, sieht ja immer ganz effektvoll aus mit verhältnismäßig überschaubarer Arbeit. Super coole Sache und gerade in einem Impulser packen, jetzt nicht der kompetitivste Superscheiß, aber ist cool. Von daher kann man schon mal machen. Waren auch mal cooler, aber generell so ein Intercessor mit so einem fetten E-Hammer in der Hand, finde ich, geht schon auch mal. Hier haben wir noch einen zweiten mit einem fetten E-Hammer in der Hand, ist eigentlich auch eine coole Sache. Die haben auch die speziellen Köpfe von mir bekommen, damit man die ein bisschen hervorstechen sieht. Den zeige ich vielleicht bloß ganz kurz, das ist der Chaplin, der hat noch keinen Oberkörper, der ist so das letzte Überbleibsel, was ich noch bemalen muss, wo ich noch nicht ganz fertig bin. Der wird in den nächsten Wochen noch bearbeitet. Dann natürlich drei Bikes, wie sie das gehört. Auch mega geile Modelle, so riesig. Habe ich es mir auch nicht nehmen lassen, dann nochmal ein paar Gesichter nachzumalen. Super cool. Also finde ich auch, also die Bases und so. Macht richtig Spaß. Und regeltechnisch ja auch nicht schlecht, immer so mit 17 Attacken im Angriff am Start. Finde ich gar nicht so verkehrt. So, was darf nicht fehlen für die Ravenguard? Natürlich ein paar geile Infiltrators bzw. Incursors. Haben wir auch ein paar am Start. Ich glaube, einen 10-Mann-Trupp habe ich da jetzt gemalt. Ich habe auch noch ein paar in der Reserve, die ich zur Not noch nachmalen kann. Genau. Ja, und zu guter Letzt, das habe ich hier noch nicht gezeigt, haben wir noch ein paar Impulsoren am Start. Ich hoffe, die werden noch mal ein bisschen punktgünstiger, weil im Grunde genommen finde ich die eigentlich eine super coole Einheit. Die waren ja mal natürlich immer ein bisschen hängen geblieben. Man muss die einfach auf normal machen und denen faire Punkte geben, dann ist das eine coole Sache. Denn so aus dem Transporter aussteigen und sich danach bewegen und sowas ist schon eine Regel, die ich grundsätzlich sehr cool finde und ich hoffe, die behalten die auch. Und hoffentlich lohnt es sich bald, genügend eine ganze Menge Modelle da reinzupacken und ich werde die sicherlich mindestens einmal in der Liste auftauchen lassen. Wenn die auf dem Channel kommen, genau. So, jetzt bin ich, glaube ich, die meisten Modelle hier mal durchgegangen. Ich kann ja noch mal so ein bisschen hier drüber schweben. Ja, lasst mich gerne wissen, was ihr von der Armee so haltet. Ob ihr vielleicht auch Ravenguard oder Space Marines Fans seid. Vielleicht auch, was ihr von dem Thema haltet. Wir haben jetzt als, oder ich habe vielleicht auch überlegt, die auch mal als Black Templars zu spielen, auch wenn das vielleicht so der eine oder andere sehr strikt sieht und die anderen Leute sehen das so wie, ja, kannst du schon mal machen. Ich finde es grundsätzlich, wenn wir auf dem Channel Variationen zeigen wollen, können wir das auf jeden Fall mal machen. Und ja, sag mal zu
ja, ich hoffe mal, das GW halt noch mehr Charakter zu den einzelnen. Ich meine, bis jetzt habe ich einfach nur das Logo und das ist das, was den Charakter gibt, so das Logo drauf gemacht, als entweder als Freehand oder ja, so als, wie heißen die, Transfer Sheet. Genau, wenn die da noch eigene Einheiten bekommen, zum Beispiel ein paar Jump Troops oder sowas, das wäre schon nicht verkehrt, würde ich so sagen, für die Raven Guard, dann, damit die einfach ein bisschen mehr Charakter brauchen. Und sind wir mal ehrlich, auch das Supplement wird bestimmt bald nochmal geupdatet und nochmal krasser werden. Genau. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr ein bisschen sagt, was ihr davon haltet, von so einem Armee-Vorstellungsvideo. Vielleicht könnte man auch die anderen Armeen noch mal ein bisschen vorstellen. Was für Einheiten würdet ihr mir empfehlen, als nächstes zu bemalen, damit die Armee vielleicht auch ein bisschen noch umfangreicher und ausgewogener wird? Da bin ich super gerne für Feedback bereit, so was man da noch ergänzen könnte, damit die Armee auch noch ein bisschen flexibler vielleicht aufgestellt ist. Ich grundsätzlich, auch wenn es jetzt noch nicht der kompetitivste Scheiß ist, habe auf jeden Fall Bock auch noch vielleicht auf so ein, zwei Landspeeder, auf die habe ich auch Bock, einfach was geile Modelle sind, auch wenn die ein bisschen groß sind. Und dann mal sehen, was in nächster Zeit GW auch noch so droppt, was man da noch einbauen kann. Man sieht natürlich, das ist hier noch keine, ich spiele ja sowieso lieber Toolbox als Spam-Armies, aber ich habe jetzt noch nicht irgendwas, was speziell ist, nicht drei Redemptors und keine Volkite Boys dabei, aber das ist natürlich so eine Sache, ne? Wenn die einmal FAQ'd werden und keine Ahnung, die Volkites irgendwie 30 Punkte mehr kosten, dann spielt die auch keiner mehr. Grundsätzlich denke ich aber, das sind natürlich auch Modelle, die man noch ergänzen könnte und darin investieren könnte. Ja, so viel soll es erstmal zu der kleinen Armee-Vorstellung gewesen sein. Ich hoffe, ihr feiert die Raven Guard so wie ich und feiert auch das Video und ja, immer schön Flat Free Damage. Haut rein.